Boxenstopp in der Ferser Straße. Am Sonnabend, 3. Oktober 2015, machte die internationale 11. ADAC Hanse-Historik Halt in Uelzen. In der Uhlenköperstadt wurden rund 70 Fahrzeuge zu einem Boxenstopp in der Ferser Straße erwartet. Wie die Perlen einer Kette reihten sich die Oldtimer vor der historischen Innenstadtkulisse auf. Für die Zuschauer und Gäste blieb genügend Zeit, die Schmuckstücke zu bestaunen und mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands sowie unseren Nachbarländern folgten mit dieser Oldtimer-Rallye dem Ruf des Travemünder Automobilclubs, holten ihre Raritäten aus der Garage und fuhren 3 Etappen mehrere hundert Kilometer durch Norddeutschland. Die ADAC Hanse-Historik setzt bereits seit 10 Jahren die Lübecker Rallye-Tradition fort. Die Startnummer 3. Ein Porsche unverkennbar, und zwar ein 924S. Das war der kleine Bruder vom 928S. Baujahr 1985, 150 PS bei einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 215 Stundenkilometer, 2,5 Liter Hubraum, Schlafaugen, das war auch schon was ganz Besonderes. Porsche beschritt damals neue Wege im Design. Jaguar 4,3 Liter Hubraum, Wert 100.000 Euro. 1965 gebaut, 210 PS und 240 Stundenkilometer gibt das Fahrzeug. Mit an vielen internationalen und nationalen Veranstaltungen. Sie sehen die andere Form gegenüber dem 924er. Kilometer ist immer gelaufen, aber vielleicht heute noch. Baujahr 1968. Die 2-Liter-Maschine. Viele davon, von diesen Firmen, wie zum Beispiel Triumph, die gibt es heute nicht mehr. Wieder ein Porsche, ein 911er, Baujahr 1986. Die 911er Form ist fast über 30, 35 Jahre kaum verändert worden. Und der typische Sound, danke. Von diesem Fahrzeug wurden nur 4.500 Stück gebaut und eins davon der heute hier in Uelzen. Bei 320 war der Spitzen. Jetzt kommt etwas, was nicht zu bezahlen ist. Circa 1 Million, was ist dieses kleine Teil hier, was hier in Rot auf uns zukommt? Ein Ferrari F40. 2903 Kubik, 478 PS bei einer Spitze von 325 Stundenkilometer. So schnell können Sie mal die Kuppel und das erwecken. Horst ist irgendwie von F40, das ist das. Der Spiegel schwarze Links, immer ausgerechnet, ganz heißes Auto. Dann habe ich noch ein schöner Auto, schneller Auto, das ist hier ganz gut.
Also der ist ein bisschen heiß gemacht, Baujahr 1971, hat die sogenannten ATS-Felgen. ATS hat früher Spezialfelgen gebaut, Leichtmetall. ATS war nicht nur teuer, die waren auch gut. Die steht auch in der Legende, dass dieser Wagen geführt ist vom Motorbäcker. Und das Lichtkeit, ein 911er, 3 Liter Hubraum bei 210 Stundenkilometer, 1982 gebaut. Dieses Fahrzeug kann schwimmen, es kommt von der Insel Sylt. Hier gibt es Sylke Hansen, ist das Team, die das Fahrzeug fahren. I'm
mal rechts vorne für die Kamera. Ja. Große Familie haben wir den als Kombi gefahren. Ja? Dieses Fahrzeug wurde aus Dänemark. Nein, ich habe gesagt, war schnell, dann hätte ich vorhin nach hinten gestaut. Ja, okay. Deswegen haben wir gesagt, machen wir 5 Minuten vor. Ja. Ne? Ja, okay. Und alles ist im grünen Bereich. Einfach grandios. Ein super Erlebnis für Uelzen und für die ganzen Autofahrer. Gefallen dir die Modelle? Am besten gefiel mir der Austin aus der Schweiz. Der war richtig toll. Schauen wir noch, was noch kommt. Lass uns überraschen. Töff, töff. Ja, gute Fahrt mit euer Mercedes. Wir sehen uns heute Abend in Lübeck. Kubik, aber schon 100 PS. Dieses Modell wurde aus Holland eingeführt. Das kommt zu uns. Lotus hat immer sehr gute Sportwagen gebaut, nicht nur im Rennsport als Formel 1 und Formel 2 Fabrik vom Fließband, sondern die wurden handgefertigt. Dadurch ist die Stückzahl im Jahr der begrenzt. Noch ein paar Autos. Ja, was ich sagen wollte, ist sehr gut, die Auto. Bianchi mal am Heck geguckt, sehr, hat, sehr Auspuff drauf, also der ist dann umfangreich hier und verschiedene Modelle und die haben sich sehr viel Mühe gegeben teilweise, aber Hauptsache nur Porsche. Ein BMW, ne? Porsche ist sehr gut, stark vertreten. Genau.
passend eingestellt. Wieder ein Porsche. Ja, das ist eine hübsche Rallye hier und vor allen Dingen bei dem Traumwetter heute, ne? Das ist natürlich Spaß. Und die fahren jetzt weiter nach Glänzer, in die Glänzermühle, zur Sonderprüfung. Und das ist eine Dreitagesveranstaltung von den Lübeckern, ADAC. Und ich habe die vor 4 Jahren auch schon mitgefahren. Da sind wir hier durch den Wochenmarkt gefahren, wo es den großen Ärger gab, durch die Stände durch. Und aber es ist eine schöne Veranstaltung und schöne Autos vor allen Dingen. Oder fuhr immer lieber in einem Bentley als in einem Rolls-Royce, was die Firma Rolls-Royce hier sehr schön übel genommen hat. Schön durch die Gegend zu cruisen. Sie hören fast nichts. Das ist ein guter, richtig gut abgestimmter Motor. Und da war eben die Bequemlichkeit wichtiger als Schnelligkeit im Rennsport. 11 Kubik, 45 PS, Baujahr 1960, als Cabrio. Und einige wenige fanden auch Kubik in den besten. Kann man das immer schlecht beeinflussen. Ich hoffe, dass das bei der nächsten... Ja, ich weiß. So, wir waren also heute Schatz suchen. Wie fanden Sie die Veranstaltung? Wie fahren da? Wie fanden Sie die auf? Ja, einfach spitze. Die war wirklich gut und gelungen und ja, gutes Zeichen für Uelzen, dass so viele mitgemacht haben. Ja, sehr viel Zuschauer und interessierte Familien, Kinder, alt und jung, sehr schön. Ein kleines Highlight für Uelzen. Ja, also unbedingt eine ganz große Geschichte. Hat Spaß gemacht. Bei schönem Wetter schöne Autos zu sehen ist immer gut. Schöne Frauen auch dabei? Sicherlich. Nein, sehr schöne Autos, wie gesagt. Ganz toll haben mir die Youngtimer gefallen, die eigentlich noch in ihrem herkömmlichen Status hier vorbeigefahren sind. Und das finde ich einfach gut, immer wieder zu sehen. Eine tolle Veranstaltung für Uelzen. Ja, kann nur gut sein für Uelzen. Und ich finde überhaupt Uelzen sehr schön, weil Uelzen macht sehr, sehr viel für uns Bürger. Und wir können uns hier immer nur begeistern. Das ist leider so. Wir Uelzner oder ein nicht geringer Teil Uelzner redet seine Stadt immer wieder schlecht und das finde ich nicht in Ordnung. Es kann nur besser werden. Es ist schon gut, aber wenn es noch besser wird, ist es natürlich umso schöner. Ja, also es war eigentlich heute ein schöner Tag, dass auch die ADAC Hansel Historic durch Uelzen führte. Im Jahre 2005 wurde diese Rallye wieder aktiviert. Sie ist natürlich im internationalen History-Fahrzeuge, ja, sag ich mal, im Terminkalender ein echt wichtiger Termin. Und die erste Etappe führte rund um Lübeck. Start und Ziel war auch Lübeck. Und die zweite Etappe führte durch die Vierlande, glaube ich jedenfalls, durch die Vierlande-Landschaft. Und die dritte Etappe führte durch unsere Heidelandschaft. Und natürlich wurde Uelzen auch angefahren und die Uelzer Oldtimer-Freunde sind echt froh, dass das hier auch stattgefunden hat. Und wir sind ja auch mit ganz vielen Autos heute hier gewesen. Also wie gesagt, es war ein schöner Tag und hoffentlich besuchen die uns demnächst wieder. Große Begeisterung bei den Zuschauern. Ja, es war natürlich eine große Begeisterung von den Zuschauern und auch von den Kindern, die hier endlich mal, ich sag mal, alte Autos sehen und kennenlernen durften. Dankeschön. Kein Problem, gerne. Von einer Bahn sprechen.